liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon Alpha Saphir, der Nuzlocke Randomizer Challenge. Oh, wie sieht's denn aus, Dizzy, auf dem Weg zum Champ? Der britzelt dich auf jeden Fall weg. Willst du hin zum Walter? Tritt auf die vielen Schalter. Okay, ich glaube, wir können uns an die ersten Trainer wagen. So, die einzige Scheiße, die wir jetzt haben, ist, dass Fleisch schon Level 20 ist und sehr, sehr knapp vor Level 21 ist. Heißt, wir sollten Fly nur im allernötigsten Notfall einsetzen, weil wir brauchen ihn auf jeden Fall im Arena-Leiterkampf, das ist schon mal klar. So, Poldhu würde sich bald entwickeln, ich glaube mit Level 14, das wäre sehr, sehr cool. Und einfach nur um zu gucken, was die Leute hier für Pokémon haben, sollten wir aber, glaube ich, erstmal YOLO nach vorne packen. Der kann nämlich nur zwei Level aufsteigen und YOLO ist der Einzige, der keine negativen Stati hat. So, hi, was habt ihr so für Pokémon in dieser Arena? Mein Herz brennt vor Leidenschaft, deine Träume gehen in Flammen auf, yeah, 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 yeah. Ah. Oh, wie süß! Wie süß, das ist ein Chris. Das ist ein Chris. Sowas von Chris. Ein Petsneef. Knuffig! Petsneef ist hundertprozentig von Typ Eis. Und aus diesem simplen Grund können wir Score auf einwechseln, auch wenn er nur Level 14 ist. Ich hoffe, das war keine dumme Idee. Score ist aber ja nicht nur Psycho, ne? Der war noch Fee, glaube ich. Und deswegen sollte Eis nicht effektiv gegen ihn sein. Er setzt tatsächlich auch eine Eisattacke ein. Oha! Ein Glück war es nicht sehr effektiv. Okay. Aber ein Glück war es nicht sehr effektiv. Das ist ja schon mal scheiße jetzt. Boy, wieso ist er denn noch Level 16? Ja, geil. Wieso tausche ich denn überhaupt aus? Dann müssen wir doch wieder auf YOLO zurückgreifen. Warum hatte ich denn Trassler nicht einfach vorne? Mann, ey, guck mal, 18 Damage auch schon wieder. Gar kein Plan. Ja, Kreuzdonner, das ist einfach die stärkste Attacke, die YOLO King drauf hat. Ich habe aber die Befürchtung, das wird nicht mal die Hälfte abziehen. Nevermind. Das war nicht mal sehr effektiv. Ist Kreuzdonner einfach so eine krasse Attacke? Okay, Level 20, das ist jetzt auch schlecht. Also je nachdem, wie viele Trainer hier noch drin vorkommen in der Arena, ist das mehr oder weniger gut oder schlecht. Score auf Level 15, der sollte sich, glaube ich, auch relativ bald entwickeln. Er hat noch einen Petsneef. Okay, das lief ja jetzt ganz gut. Bleiben wir bei YOLO. War voll unnötig, dass wir überhaupt ausgewechselt haben, aber gut. Dann Kreuzdonner. Hoffentlich sind wir als erstes dran. Ja, dann sollte der ja auch wieder weg sein. Aber das finde ich weird. Der ist Level 16. Für mich sind auch irgendwie im Kopf immer alle Bären in diesem Spiel sehr, sehr tanky, aber der anscheinend nicht. Ist ja auch noch ein Baby, ne? Ist ja noch ein Baby. Kleines, süßes Baby. Hey, das war ein heißes Duell. Hätte es werden können, wenn du nicht meinen Score auf so kaputt gemacht hättest. Dann hätte er dir nämlich einen Flammschirm in die Fresse gedrückt. Ich find's ironisch. Ah, okay, habe ich verstanden. Ich find's ironisch, dass wir mit Blitzen jetzt die Leute in der Blitzarena töten. In dieser Arena gibt's Knobelaufgaben zu knacken. Das macht Spaß, oder? Nepke ist auch Eis. Ich glaube, ja, die werden dann alle hier Eis-Pokémon haben. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie das in dem Randomizer der Fall ist, aber ich glaube, nee, eigentlich sollte das Randomizer, ach, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das gut, dass wir Score vorne haben. Ja, sein Flammsturm drauf hat. Der ist zwar zwei Level unter dem Schnäppke-Fuck. Die Sache ist, die Flinkklaue war halt gerade am Actioning sein, ne? Ist die Frage, ob Score auch als erster Angriff, wenn die Flinkklaue nicht agiert. Ob das dann überhaupt angezeigt werden würde. Der habe ich jetzt ein bisschen Angst. Ich glaube, der Bischof ist ganz okay. Und let's go, der Bischof. Du stirbst ja wohl nicht durch einen Aurora-Strahl, oder? Oder? Nee. Sehr gut. Er verbrennt immer weiter, immer weiter. Eigentlich müssen wir nur tanken und irgendwann stirbt er. Aber wir können natürlich auch nachhelfen mit einem schönen Turbo-Tempo, der ja, glaube ich, immer als erster trifft. Pow! Ta-ta-ta-ta-tau! Nice. Und den Kniff in der Arena habt ihr wahrscheinlich auch schon gecheckt, ne? Also hier, es gibt blaue Schalter, es gibt rote Schalter, die blauen Schalter verändern. Warte, wenn ich die jetzt nochmal einsetze, dann können wir die einfach auslassen. Ja, lol. Ne, können wir nicht. Aber die blauen Schalter verändern die blauen Blitze. Und die roten Schalter, die roten. Die hier müsste man doch einfach auslassen können, oder? Ich glaube schon. Wir probieren mal, ob wir die auslassen können, weil ich habe, ehrlich gesagt, jetzt nicht so große Ambitionen, gegen die zu kämpfen. Und ich glaube, wir müssen auch nicht gegen die kämpfen. Wir können jetzt... Hier können wir nicht. Aber wenn wir jetzt wieder zurücklaufen, dann... Ja, guck mal, wir können die einfach auslassen. Nice, okay, ein Kampf weniger, das finde ich gut. Wir können die irgendwann, vielleicht nach dem Trainerkampf oder so, wenn wir den überhaupt schaffen. Die machen aber jetzt gerade nicht. Ich habe mit Walter trainiert, daher bin ich nicht so einfach zu schlagen. Ach, Walter, Walter ist doch ein alter Kauz. Der muss ja mindestens 60 sein. Wer von dem Rentner lernt... Obwohl, Rentner sind sehr weise, ne? Hm. Auch Eis. Okay, ich glaube, wir haben alle Eis. War das in den anderen Arenen auch schon so, dass sie alle dieselben Typen hatten? Fällt auf jeden Fall gerade sehr, sehr stark auf, oder? Dass die alle nur Eis-Pokémon haben?
statt einer Blitzarena. Ist das eine Eisarena? Guck mal auf den unteren Teil des DS. Da ist jetzt einfach so Schnee. Das ist ja cool, weil das Schneebedeck irgend so eine Eisattacke gehabt hat. Der ist auch nur Level 15, das heißt, er hat Score jetzt sogar mal eine Chance. Schaden einzustecken, aber ist gar nicht nötig, weil Score einfach stark genug ist. Ja, ja. Cossilla. Guck mal, bei Cossilla bin ich mir gar nicht sicher, ob der Eis ist. Aber waren die bisher ja alle, ne? Wir bleiben einfach nochmal bei Score in der Hoffnung, dass... es ist Level 17. Ja, passt schon. Passt schon, passt schon. Wir machen das einfach genauso wie eben. Noch ein Flammsturm in deine Phase. Und dann stirbst du einfach. Oder auch nicht. Das war ja ein indirekter Kuss. Einfach den Speichel ausgetauscht. Ja, war jetzt nicht so krass, aber ich glaube, wir bleiben einfach trotzdem bei Feuersturm. Ich weiß jetzt nicht, ob die wegruft. Au, nee, ich will nicht aufwachen. Bitte lass mich schlafen. Das passt gar nicht zu Score, ihn zu wecken. Das macht ihn sehr, sehr sauer. Richtig dumm von dir, Cossilla. Richtig dumm. So, und das ist jetzt natürlich eine relativ schwierige Entscheidung. Also Walter wird auf jeden Fall ein Pokémon mit Level 21 haben. Es wird Eis sein. Das heißt, Score ist dann natürlich wieder mega geil. Score ist aber leider auch erst Level 15. Ach komm, wir probieren es einfach. Let's go. Score ist jetzt erstmal vorne. Ein elektrifizierter Pokéball. Wie er guckt. Süß. Irgendwie ist er süß. Wer bist du denn? Wie hast du das denn geschafft, zu mir vorzudringen? Was sagst du da? Du hast alle Schalterrätsel gelöst. Haha, ich bin Walter, der Arenaleiter von Malvenfro City und dein Team macht sich besser schon mal auf eine Ladung Starkstrom gefasst. Eine frohe Natur, der Walter. Da sehen wir den Elektroorden. Er hat auch ein Schneebedeck. Okay, ich hoffe nur Level 15, weil dann können wir ihn wahrscheinlich mit einem Flammsturm weg... Level 19! Sein Schneebedeck ist Level 19! Gegen einen Level 15 Score? Oh, I don't know, aber ich... Komm, einfach ein Volltreffer mit einem Flammsturm und dann ist er schon weg. Ich hoffe einfach, der killt mich. Okay, er hat aber sehr, sehr viel Damage gemacht. Wirbelwind. Wenn er Score nicht... Oh, was? Nein, er wirbelt mich weg? Oh, YOLO. Ja, okay, wenn du lieber gegen YOLO kämpfen willst, mir doch egal. Der hat einen Supertrank, wie unfair. Wie unfair bist du denn? Bitte lassen Sie das mit Ihren Supertränken zu arbeiten. Aber wie witzig, dass der einfach meine Pokémon wegschnubbeln kann. Das ist auf jeden Fall... Oh Gott, ey. Es ist besser, als wenn der machen würde, dass wir nicht austauschen können. Und... Ja, nicht so effektiv. Dafür war das aber ganz schön stark, muss ich sagen. Also es kann tatsächlich... Hä, der wirbelt mich immer weg. Was ist mit ihm? Jetzt kommt wieder Score rein. Hä? Willst du doch lieber gegen Score kämpfen? Aber es kann tatsächlich was da dran sein, dass man mehr Damage macht, wenn der Typ stimmt. Score ist ja jetzt eigentlich... Was ist Score? Fee und Psycho, ne? Ja, aber Flammsturm war ja eben schon sehr, sehr gut, wenn wir jetzt wieder als Erster dran sind. Okay, dann ist das Schneebedeck schon mal weg. Find ich gut soweit. Da hat mich aber zweimal weggeschleudert. Aber witzig, dass Score wieder drin war. Score Level 16. Könnte sogar sein, dass er sich mit Level 16 schon entwickelt. Bin ich mir aber gerade nicht so sicher. Boah, ey, dass er zwei Nuller bekommt, ist auch nicht so geil, muss ich sagen. Ein Yugong. Okay, warte, Yugong ist auch Eis. Ist Yugong Eiswasser oder nur Eis? Wahrscheinlich ist der Eiswasser. Und deswegen wird Feuer dann nicht so geil sein. Ich habe ein bisschen Angst, dass Eis gut ist gegen Flug. Deswegen würden wir dann, glaube ich, mit YOLO einfach reingehen. Also, was wissen wir denn? Wir wissen, dass Elektro nicht gut ist gegen Eis. Der Kreuzdonner hat eben... Oh, Level 21, das ist ein krasses Pokémon. Der Kreuzdonner hat eben aber auch sehr viel Damage gemacht. Deswegen mache ich das jetzt einfach nochmal. Er greift sogar als Erstes an mit seiner Lake, die richtig viel Damage raushaut. Mega uncool. Wir müssen jetzt einfach hoffen, dass er... Na, er wird aber nicht sterben. Nee. Wir sind leider auch nicht als Erster dran. Das ist richtig schlecht. Dass wir nicht als Erster dran sind, ist richtig, richtig schlecht. Wir müssen aber, glaube ich, bei YOLO bleiben. Er hat 28 Damage gemacht, aber ich glaube, ich muss trotzdem den Supertrank einsetzen, dass er wieder volle Leben hat. Hoffen, dass Yugong nicht irgendeine Kacke macht. Jawohl, doch! Sollte er ja auch eigentlich keinen Supertrank mehr haben, weil er schon einen eingesetzt hat. Wenn er jetzt die ganze Zeit Lake einsetzt, ist aber auch nicht so geil. Jetzt hat er sogar 30 Damage gemacht. Wir müssen hoffen, dass er was anderes einsetzt. Was weniger als die Hälfte der Leben abzieht. Mega die Geldverschwendung gerade schon wieder. Kannst du was anderes außer Lake? Er setzt die ganze Zeit Lake ein. Lake, Lake. Ist einfach kacke. Ist scheiße. 30 Leben zieht das ab. Okay, wir müssen auswechseln. Oder hoffen, dass wir als Erste dran sind. Sind wir aber nicht. Welches unserer Pokémon kann ihn genug Leben abziehen und stirbt nicht instant? Tja, ich würde dann fast sagen, wir müssen Fly einwechseln, ne? Und dann hoffen wir einfach, dass er keine Eisattacke drauf hat. Oder irgendwas anderes, womit er Fly instant töten kann. Weil er wird ja jetzt wahrscheinlich... einfach wieder seine Lake-Attacke einsetzen, nicht wahr? Die Lake-Attacke sollte Fly auf jeden Fall nicht töten. Ja, setzt er ein. Okay, sehr gut. Boah,
Macht aber auch nicht keinen Damage. Wenn wir jetzt aber als erster dran sind, dann ist die Chance, glaube ich, gut, ihn zu töten. Wir sind als erster dran, wir sind als erster dran. Hoffentlich tötet ihr den bitte. Er überlebt mit einem KP. Mit einem KP. Oh, er setzt aber wieder nur Lake ein. Sollten wir überleben, nicht wahr? Wenn das kein... Okay, ist kein Volltreffer. Wir können uns jetzt vollheilen, aber ich habe zu dolle Angst. Wir müssen jetzt... Okay, wir treffen. Er hat aber noch ein Pokémon. Wir können uns noch einmal vollheilen mit einem Supertrank. Jetzt bin ich gespannt, was sein letztes Pokémon ist. Ich hoffe, sein Yugong war sein stärkstes Pokémon. Fleiß Level 21, er darf nicht Level 22 werden. Also alles cool. Noch ist alles cool. Er kriegt jetzt sogar KP dazu. Oh, hat er, das hat richtig viele XP gegeben. Botugel! Oh mein Gott, was ist denn Botugel? Botugel ist auch Eis. Oh, Shizzle mit Nizzle. Shizzle mit fucking Nizzle. Was mache ich denn jetzt? Score kann nicht tanken, ne? Dass wir dann Fly heilen. Ziemlich safe würde Score einfach sterben, wenn wir Fly heilen. Wir könnten da Bischof einwechseln. Das hoffen, dass der zumindest einmal überlebt. Oder wir lassen Fly einfach drin. Heilen ihn. Hoffen, dass das Botugel... Oh, jetzt habe ich sowieso schon abgebrochen. Alles klar. Kein Level 21, ist Level 19. Alles klar. Ich vermute dann, weil wir einen Level-Advantage haben, dass wir da ganz gut unterwegs sind. Wir heilen Fly einmal voll. Jetzt haben wir gar keine Supertränke mehr. Dieser Kampf hat uns jetzt schon 2100 Poké-Dollar gekostet. Oder hat das sogar 800 gekostet? Dann hat das sogar 2400 Poké-Dollar gekostet. Aber Botugel ist auch richtig süß, ne? Das ist auch ein richtig cooles Pokémon. Er macht auf jeden Fall nicht keinen Damage. Felsgrab war eben auch ganz gut. Wir bleiben bei Felsgrab. Okay, ja, komm. Ich glaube, ich hätte mich nicht mehr voll heilen müssen. Wir hätten den noch so besiegt, oder? Aber das weiß man ja vorher nicht. Hätten wir ihn... ja, gut. Oh mein Gott, ey. Okay, okay. Oh mein Gott. Haha, die Niederlage habe ich verdient. Richtig viel Geld. Klar, wir müssen uns noch mal ein paar Tränke kaufen, dass wir in Zukunft auch wieder gut unterwegs sind. Aber wir können uns jetzt den Beulenhelm kaufen, Leute. Wie cool wäre das denn? Hohoho, du hast meinen Stromkreis unterbrochen und mir den Saft abgedreht. Hier hast du deinen Orden. Der Elektroorden des Vertrauens. Hä, was für coole Farben der hat. Der ist oben einfach so türkis. Türkis ist ja meine Lieblingsfarbe. Mag ich sehr gern. Sieht sehr, sehr cool aus. Mit dem Dynamo-Orden können Pokémon die VM-Attacke Zertrümmerer auch außerhalb von Kämpfen einsetzen. Und deine Pokémon gehorchen dir jetzt bis Level 40, was dir nichts bringt, weil du den Level-Cap hast. Hier. Und das hier kannst du auch noch haben. Ionheilschwingen. Ach ja, junges Gemüse mit Talent sieht man hier viel zu selten. Aber Glückwunsch zu deinem neuen Arena-Leiterorden. Danke, Walter. Tschüss, Walter. Ja, nice. Okay, wir könnten jetzt noch gegen die hier kämpfen, aber ich habe ja keine Lust zu, to be honest. Wenn man Trainerkämpfe auslassen kann, dann lasse ich sie auch aus. Ja, geil, ey. Okay, wir haben drei Trainerorden. Das läuft doch bisher ganz gut. Und alle sind sie noch da. Bisschen blöd für die Nicole, weil sie dadurch nicht ins Team kommt. Ah, passt schon.